Jo, was geht? Mein Name ist Niklas. Herzlich willkommen zum langersehnten Video zu Buchhaltung für Shopify Dropshipping. Und hier ist es. In diesem Video zeige ich euch mein System, wie ich Buchhaltung gemacht habe die letzten 2 Jahre und wie das gut für mich funktioniert hat, warum wir das Ganze machen, wie wir das aufsetzen. Ich gebe euch ein paar Tipps mit, alles drum und dran in diesem Video. Also, wenn ihr gerade Beginner seid oder nach einer Buchhaltungsstrategie, Software oder sonstiges sucht, für Shopify Dropshipping, dann seid ihr hier genau richtig. Gebe euch das alles mit und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Ich springe hinten rein und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Templates sind dabei, also bleibt dran, seid gespannt. Wird ein Banger, let's go. Herzlich willkommen nochmal in meinem Bildschirm zu Dropshipping Buchhaltung, mein simples System für nahezu perfekte Buchhaltung ohne Steuerberater. Warum brauchst du einen Steuerberater? Die Buchhaltung ist perfekt, hat ein Steuerberater zu mir gesagt, als ich ihm das geschickt habe. Und ihr werdet sehen, was das ist in diesem Video. Also, falls ihr nach Buchhaltung Ausschau haltet, dann seid ihr hier am richtigen Ort, speziell für Shopify Dropshipping. Und bevor ich hier viel labere, lass uns reingehen. Zuvor noch ein kurzer Disclaimer, ich bin kein Experte, Steuerberater oder sonstiges, kann euch auch hierzu keinen professionellen Rat geben. Bitte dafür einen Experten aufsuchen, Steuerberater in diesem Fall. Was ich hier schildere, sind meine Erfahrungen, meinen Wissensstand und meine Erkenntnisse. Video dient nur zur Unterhaltung, kein rechtlicher oder finanzieller Rat. Was ihr damit macht, liegt in eurer Verantwortung. Genau, so viel dazu gesagt, jetzt können wir reinstarten. Nämlich Video Content Table. Wir gehen heute über Buchhaltungstheorie, Sinn dahinter, Pflicht, welche Formen es gibt, wie, was, warum und so weiter. Dann Buchhaltungsprogramme für Shopify Dropshipping, schildere ich, was es da so gibt. Mein Buchhaltungssystem, da wird es interessant, nämlich die P&L Statements und die ERRs. Und da habe ich euch für euch Templates, also bleibt auf jeden Fall da dran. Und die erkläre ich dann live für einen Store und die ganzen Sheets eben erkläre ich live in der Section Live Buchhaltung. Wird wahrscheinlich das most valuable aus diesem Video. Aber alles ist wertvoll, also bleibt bis zum Ende dran und zieht euch alles rein. Dann kommt Buchhaltung plus Steuererklärungen, wie die zwei miteinander interagieren und wie man im Endeffekt Steuererklärungen macht, wie man seine Steuern zahlt, habe ich glaube ich die Slide sogar genannt. Genau, und dann zum Schluss noch meine Tipps zu Buchhaltung. Also wer sonst droppt solche Banger, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr denkt, dass es dieses Video verdient hat. Genau, aber springen wir rein. Mit der ersten Folie, nämlich Buchhaltung, Theorie, was, wie, warum, Sinn, Pflicht, Zweck. Genau, was ist Buchhaltung? Definition im Internet, beziehungsweise dieser Satz schildert es ganz gut. Buchhaltung ist die Erfassung und Auswertung aller angefallenen Geschäftsvorfälle eines Unternehmens. Erfassung und Auswertung aller angefallenen Geschäftsfälle eines Unternehmens. Und übersetzen lässt sich das, es ist eine Tabelle oder ein Programm oder irgendeine Form. Früher haben sie das in Bücher geschrieben, deswegen auch Buchhaltung. Buchführung ist ein Synonym. Eine Tabelle oder ein Programm in der digitalen Welt mit hauptsächlich Zahlen und deren Dokumentation, die Dokumentation von Geschäftsvorfällen. Genau, warum Buchhaltung? Man hat alle Zahlen im Überblick, man kann dann Unternehmenserfolg ermitteln, anhand von Zahlen Entscheidungen treffen, das nennt man dann Controlling. Das ist dann, wenn man sieht, okay, Cashflow geht runter, Kosten steigen und so weiter, kann man sagen, okay, Kosten steigen, jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir Kosten runterschrauben, verschiedene Stellen cutten und so weiter. Das ist auch ein Sinn der Buchhaltung. Und natürlich die Grundlage der Besteuerung ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Wir müssen unsere Zahlen für die Steuererklärungen kennen, beziehungsweise das ist der Grund, warum es Pflicht ist. Man muss einfach seine Zahlen kennen für die Steuererklärungen. Das ist die Pflicht. Wie man Buchhaltung macht, ist eigentlich nicht Pflicht, das habe ich unten geschrieben. Unter Umständen ist es nicht verpflichtend, zum Beispiel wenn man Freiberufler ist, bla bla bla. Das könnt ihr dann selbst in eurem Feld nachschauen, aber es ist gut, wenn man es macht für sich selbst und ich empfehle euch auch jedem von euch, das zu haben und eure Zahlen zu dokumentieren, generell alles zu dokumentieren, was ihr macht, weil da hat man dann das Ganze und kann nichts falsch machen, sonst muss man mühsam zurückkramen und das Ganze wieder aufsuchen und vielleicht findet man das dann was nicht und dann hat man es nicht. Also macht Buchhaltung, dann habt ihr das alles am Start. Doppelte Buchhaltung wird Pflicht ab 700.000 Umsatz in 2 aufeinanderfolgenden Jahren oder eine Million Euro Umsatz. Bis dahin reicht eine EAR, eine Einnahmen-Ausgaben
Rechnung und doppelte Buchhaltung ist etwas komplizierter, da muss man dann Buchungssätze aufschreiben und was weiß ich. Ich hatte das Fach Rechnungswesen 5 Jahre lang in der Schule, hab's gehasst, hatte immer schlechte Noten, aber es hat sich herausgestellt, dass ein bisschen was davon nützlich ist. Deshalb gehen wir jetzt rein und zeige ich euch die Buchhaltung. Aber wir müssen nicht so weit gehen und doppelte Buchhaltung machen, sondern Einnahmen, Ausgaben, Rechnung reicht. Genau. Buchhaltungsprogramme können nützlich sein. Die pullen nämlich automatisch Zahlen und Rechnungen, eure Zahlen aus den Shopify Stores, aus verschiedenen Programmen und so weiter, erstellen Überblicke und man kann Steuererklärungen über diese Plattformen machen und schicken. Zwei davon habe ich hier, Safdesk, und diese beiden haben eine Shopify-Integration. Es gibt bestimmt noch mehr, aber die zwei kenne ich und habe sie auch angetestet. Aber wie auch unten schon geschrieben, ich verwende keine dieser Buchhaltungssoftwares, weil sie es mir nicht wert sind, beziehungsweise das Ganze komplizierter gemacht haben, als es für mich sein muss. Aber die könnt ihr euch anschauen, haben Shopify-Integrations, wo sie die ganzen Rechnungen für euch speichern und die ganzen Zahlen pullen. Was ich sagen will oder kann, ist, eine nützliche Software oder Softwares sind Shopify-Apps, die alle Zahlen aus Facebook, aus TikTok, Pinterest und so weiter in ein Dashboard pullen und eure Fulfillment-Kosten und dann einen Überblick erstellen, damit ihr das Ganze habt. Macht das Ganze einfacher. Und da gibt es so Apps wie BeProfit oder Lifetimely oder Triple Whale. Das könnt ihr euch anschauen. Das empfehle ich sowieso zu verwenden, aber ist auch kein Muss. So viel zu Buchhaltungsprogramme, da kann ich nicht recht viel mehr sagen, weil ich diese eben nicht verwende. Ihr könnt gerne reinschauen, ob das was für euch ist. Muss aber nicht sein. Und warum nicht? Kommen wir jetzt dazu. Ich stelle euch mein Buchhaltungssystem vor. Und das ist ausgehend von der Rechtsform Einzelunternehmer. Und das Ganze besteht aus 3 Steps. Nämlich, der erste Step sind die P&Ls, das heißt Profit and Loss Statements für jeden Store und jedes Venture im Business. Zum Beispiel ein Profit and Loss Statement für jeden einzelnen Shopify Store und vielleicht macht ihr noch irgendwas anderes. Das hat dann auch ein Profit and Loss Statement. Also jedes Business Venture hat ein Profit and Loss Statement. Genau. Und dann habe ich noch einen Sheet, der heißt Unternehmensausgaben. Das sind dann alle Ausgaben, die nicht mit diesen Ventures zusammengehören, sondern zum Beispiel eine Ausgabe wie ein Schreibtisch oder ein Computer. Das ist nicht irgendwie speziell für diesen Store. Ich habe nicht für diesen Store den Computer gekauft, sondern für mein Unternehmen. Und das sind Unternehmensausgaben. Und diese gehören eben nicht in ein Profit and Loss Statement, sondern in das Unternehmensausgaben Statement. Und die EAR, die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, fügt alle Zahlen zusammen in die finale Form, in dem finalen großen Sheet. Und dann habt ihr dort alle Zahlen und das wird auch der Sheet, von dem ihr dann die Zahlen nehmt für eure Steuererklärungen. Plus, dann ist noch ein extra Step, alle Rechnungen sammeln, nämlich eure Ausgangsrechnungen, die von Shopify ausgehen an den Kunden und eure Eingangsrechnungen, die ihr bekommt, wenn ihr etwas kauft, bei Unternehmensausgaben und sonstiges. Das alles sammeln und in Google Drive hochladen und die ganzen Sheets werden in Google Sheets erstellt, deswegen habe ich hier geschrieben Software Google Sheets plus Google Drive. Auch ein Vorteil, müsst ihr nicht so viel zahlen, sind beides kostenlose Softwares. Und das ist so mein System von der Theorie her, P&Ls, Unternehmensausgabenstatement und die EAR-Rechnung. Und das steht jetzt nur so da, aber ihr werdet gleich sehen, wie das Ganze aussieht, denn wir gehen live rein. Ich zeige euch die Sheets. Let's go, wir sehen uns gleich in den Sheets. Ich bin jetzt in einem dieser Sheets, wir starten mit den P&L-Sheets für die Shopify Stores und ich zeige euch, wie das Ganze aufgebaut ist. Also, wir befinden uns in Google Sheets und ihr seht hier schon die große Tabelle lauter Nullen. Das zieht die ganzen Daten von diesen Sheets hier unten. Ihr seht, hier sind die ganzen Monate aufgelistet und wir sind hier im Master Sheet, welches die ganzen Monate vereint. Also Buchhaltung bzw. Business läuft immer über ein Geschäftsjahr. Und deswegen haben wir hier die 12 Monate am Start und Steuern werden auch immer für ein Jahr bzw. ein Geschäftsjahr halt abgebucht. Du hast Steuererklärung 2021, 2022 und so weiter. Und deshalb für jedes Jahr erstellen wir so ein Template und hier haben wir die ganzen Monate aufgelistet und hier werden die Daten eingetragen. Ihr seht hier schon, welche, ja,
Steps sozusagen gepullt werden, Umsatz, COGS, also Produktkosten, Cost of Goods Sold, dann haben wir hier den Bruttoumsatz, das ist Umsatz minus die Produktkosten, und dann kommen die ganzen Marketingmaßnahmen, hier kann man noch verschiedene hinzufügen, dann hat man den Total Ad Spend, Shopify, und im Endeffekt wird alles vom Umsatz abgezogen und dann hat man hier den Net Profit, ihr könnt hier durchschauen und seht die ganzen Formeln, und ihr seht hier, Jänner, hier werden einfach die Columns gepullt aus diesen kleinen Sheets hier, beziehungsweise ich weiß nicht, wie man das nennt, aber die Untersheets. Genau, und im Endeffekt wird es dann hier noch, hier wird auch die Margin berechnet, einfach die Prozentsätze. Ist nicht so wichtig, wichtig ist hier der Net Profit, und dann hat man das im Endeffekt am Start für jedes Monat und alle Kosten hier aufgelistet. Aber das ist der Mastersheet, jetzt gehen wir durch, wie so ein Monat aufgebaut ist. Genau, ihr habt hier den Jänner, das ist für 2021 in dem Fall, aber ihr könnt einfach Datum eingeben und runterziehen für jedes Jahr, dann ist das fix. Genau, ihr habt hier die ganzen Punkte aufgelistet, Umsatz, Cost of Goods Sold und dann die Marketingmaßnahmen, dann habt ihr Shopify-Apps, eure Fees, Software, VAs und sonstiges am Start und könnt das für jeden Tag hier eintragen. Das heißt, was ich empfehle als Workflow, da komme ich dann später noch dazu in Tipps, aber ist am Ende eines jeden Monats, am 30. oder 31. reingehen in Shopify und die ganzen Zahlen hier aufschreiben. Mittlerweile habe ich einen VA, der das für mich macht, aber habe es auch lange Zeit selber gemacht. Also immer am Ende des Monats reingehen in einen Shopify-Store, und das zeige ich euch dann auch gleich live, und jeden Tag manuell durchgehen und die Zahl kopieren vom Umsatz, hier einfügen, und dann habt ihr die hier drinnen. Und wie gesagt, mehrere Shopify-Stores hat dann einfach jeder seinen eigenen Sheet. Das könnt ihr so machen. Ihr könntet auch einen machen für alle Shopify-Stores, aber das wird zu kompliziert. Ich würde das definitiv aufteilen und dann später in einem Einnahmen- und Ausgabenrechnung-Template wird es zusammengefügt. Was zum Beispiel bei mir der Fall ist, ist, dass ich in Dollar verkaufe in die USA und dann habe ich hier einen Umsatz von Dollar. Was ich dann gemacht habe, ist hier eine Spalte mit Euro-Dollar-Kurs. Und hier gibt es eine App, nicht App, sondern ja, Website, die den historischen US-Dollar-Kurs auflistet. Das heißt, hier habt ihr alle Daten von allen Tagen drinnen, wie der Euro-USD-Kurs ausgesehen hat. Und dann könnt ihr einfach zum Beispiel hier, wenn wir hier sagen, okay, wir hatten hier 100 Dollar Umsatz, und das Ganze in Euro, weil wir sind ja unsere Buchhaltung in Euro, müssen wir haben, nicht in Dollar. Deshalb gehen wir hier hin und dann schreiben wir einfach das so. Boom. Und im Endeffekt könnte ich das dann auch runterziehen oder eine zweite Spalte machen. Ich habe einen Sheet, wo ihr das sehen werdet, wie das automatisiert ist mit dem If-Else-Statement. Aber für die Shopify-Store-Sheets habe ich es noch nicht gemacht. Deshalb so. Ich muss überlegen, ob ich das noch mache oder machen lasse, dann gebe ich euch die abgedatete Version, wo das automatisiert ist. Das heißt, wenn ihr hier den Dollarumsatz reinschreibt, dann kommt in eine nächste Spalte der Euroumsatz automatisch. Wenn ihr hier einen Kurs eingegeben habt, dann müsst ihr nicht immer manuell reingehen. Aber genau so machen wir das. Und einfach bei Shopify jeden Tag anklicken und den Umsatz kopieren. Cost of Goods Sold, einfach jedes Mal, wenn ihr bezahlt, öffnet Google Sheets, haut euch einen Bookmark hier rein in euren Browser. Und dann gebt ihr hier einfach zu jedem Datum die Cost of Goods Sold ein. Super easy, wenn ihr mehrere pro Tag macht, dann nehmt ihr einfach ist gleich und schreibt mit einem Plus dazwischen. Und dann seht ihr hier oben dokumentiert, wie das Ganze funktioniert. Aber in der Essenz pro Tag alle Geschäftsfälle hier dokumentieren. Facebook Ads kann man ganz genau sehen, wann es ausgegeben hat. Das könnt ihr dann sehen bei euren Facebook-Rechnungen, wann es was ausgegeben hat, und dann tragt ihr das einfach pro Tag hier ein. Genau, Shopify dasselbe und so weiter, und im Endeffekt kommt eine Summe unten raus und die Summe wird dann hier in diesen Mastersheet gepult. Hier zum Beispiel haben wir Umsatz, diese 98,21 vom Jänner, die wir hier als Umsatz eingetragen haben, und wenn ich hier noch etwas schreibe, zum Beispiel 56, dann wird das zusammengerechnet und in diesen Sheet gepult. Wenn ich hier schreibe, da haben wir COGS von 24, sagen wir, dann wird das sofort abgerechnet. Und im Endeffekt habt ihr eine riesige Overview hier von euren ganzen Zahlen für alle Shopify-Stores. Und das ist der erste Sheet zu jedem Shopify-Store. Ihr müsst es nicht overcomplicaten sozusagen, ihr könnt das so verwenden. Und das ist wirklich eigentlich
alles, was ihr habt, wenn ihr mehrere Ausgaben habt, dann macht einfach eine Spalte rechts einfügen und fügt das hinzu. Geht dann aber sicher, dass es hier richtig angezeigt wird. Vielleicht müsst ihr dann hier noch kurz was verändern und dann die Sheets nochmal neu kalibrieren, sozusagen, dass es die richtigen Daten pullt von den richtigen Subsheets hier. Aber das dürfte so funktionieren. Ich hau euch die Templates unten rein mit einem Link. Da könnt ihr euch die holen und dann könnt ihr selbst Kopien erstellen, immer Datei hier und Kopie erstellen oder in eurem Drive Kopie erstellen und dann könnt ihr selbst rumspielen mit diesen Templates und könnt sie auch noch verändern. Aber wie gesagt, es ist für jedes Monat sozusagen dasselbe für die P&L Sheets und die werden halt dann gepult in dieses Master Dashboard. Und im Endeffekt hat man es hier. Hier wird die Margin berechnet. Ich finde auch die Profit nicht schlecht. Genau, so viel zu dienen. Kommen wir zum zweiten Sheet, nämlich den Unternehmensausgaben. Und das ist selber Aufbau, sieht ein bisschen anders aus. Nämlich hier haben wir wieder diesen Master Sheet und hier sind die häufigsten Ausgaben, die ich hatte. Eben, das ist Software, Weiterbildung, Services, Investments. Investment ist so ein bisschen, kann man nicht immer absetzen, aber ja, Investments sind auch drinnen, Rechtsaufwand, Steuerberater, sonstiges. Sonstiges sind dann alles, man könnte noch Arbeitsmittel reinschreiben, das wäre dann sowas wie, wenn man sich einen neuen Laptop holt oder einen Schreibtisch und sonstiges. Das sind auch Unternehmensausgaben. Hier wird das Ganze nochmal aufgelistet mit Margin und dann haben wir noch einen zusätzlichen Sheet, den zeige ich euch später. Aber selbes Prinzip, wir kommen hier rein, haben wieder so einen Sheet und hier seht ihr die Dollar-Euro-Automation. Das heißt einfach, wenn ihr hier einen Dollar-Euro-Kurs drinnen habt und ich gebe hier ein Ding ein, dann wird es automatisch berechnet und das, von dem habe ich gesprochen, dass es diese Automation gibt. Genau, das werde ich vielleicht noch einfügen in diesen Shopify P&L Sheets. Aber wie ihr hier seht, das ist genau dasselbe. Bei Software könnt ihr angeben, okay, was habe ich mir geholt? Ads Buy habe ich mir am 1.1. geholt und dann gebe ich hier den Amount ein und hier wird das wieder angezeigt unten und im Endeffekt wird es wieder gepullt in diesem Mastersheet und am Ende des Jahres bzw. am Ende des Monats könnt ihr sehen, wie viel ihr ausgegeben habt. Das ist rein für Ausgaben, nicht für Einnahmen. Deshalb heißt es Unternehmensausgaben. Alle Einnahmen werden nämlich in den P&L Sheets dokumentiert. Deswegen das für Ausgaben. Genau. Wenn ihr irgendwas anderes habt, wofür ihr regelmäßig Sachen ausgibt, dann könnt ihr es hier einfügen und könnt auch hier nach rechts Spalte einfügen und so weiter und mehrere machen oder bei sonstiges das Ganze einfügen. Ihr könnt hier sagen, okay, Rechnung ja oder nein dabei und dann die Rechnung mit Link vom Google Drive hinzufügen. Habe ich nicht oft gemacht, aber ist noch speziell ein Zusatzding sozusagen. Und wie gesagt, ihr könnt die Sheets bearbeiten, wie ihr wollt. Falls euch noch was einfällt, könnt ihr erweitern. Und das soll euch so die Grundlage geben zu dem Buchhaltungssystem. Wie gesagt, es muss nicht kompliziert sein, es muss einfach nur schön aufgelistet sein und mein bestes System, was ich gefunden habe, ist wirklich das, dass wir pro Tag alle Geschäftsfälle dokumentieren, die pro Tag aufgetreten sind. Man könnte natürlich dann auch hergehen und sozusagen Zeile unten einfügen und dann könnte man noch für den ersten nochmal einen Geschäftsfall dokumentieren. Das habe ich sogar gemacht. Für diese, also das muss man sogar machen, wenn man zum Beispiel sich Ads bei diesem Tag holt und dann hole ich mir von mir aus noch Mynear, ist auch ein Product Research Tool für 99 Dollar und der Dollarkurs ist 0,98. Geht da die Automation? Muss ich schnell runterziehen, ja. Ja, hier war sie irgendwie nicht drinnen. Aber genau. Da habe ich mir das noch geholt, ist selbes Datum und dann später könnt ihr die Nummer nochmal aktualisieren. Ist nicht so wichtig, aber wenn ihr zwei Geschäftsfälle, zwei Vorfälle an einem Tag habt, dann macht hier Spalte unten einfügen und gebt das Datum nochmal ein von dem Tag und den Geschäftsfall und dann müsst ihr noch runterziehen. Okay, war ja klar, weil ich die neu erstellt habe, dann müsst ihr die Formel auch runterziehen. Genau, so viel zum Unternehmensausgaben-Template. Wie gesagt, wieder selber für die ganzen Monate und dann haben wir hier noch monatliche und jährliche Kostenübersicht. Wie gesagt, das ist nur eine Übersicht und alle wirklichen Kosten bei den jeweiligen Monaten eintragen. Das ist eine Übersicht, damit ich einfach weiß oder damit wir wissen, okay, so viel gebe ich im Monat aus mit den ganzen Tools und so weiter. Ich hatte wirklich Monate, wo ich so um die 400, 500 Euro ausgegeben habe für Tools und das habe ich dann hier eingetragen und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist viel zu viel.
Genau, manchmal zahlt man jährlich für Tools oder für sonstige Dinge und dann vergisst man auch, dass man es jährlich zahlt. Und hier kann man auch nochmal jährliche Kosten auf den Monat aufgeteilt. Das ist einfach eine Bruchrechnung. Und dann sieht man das auch nochmal, okay, eigentlich habe ich das jährlich bezahlt, aber im Endeffekt bricht sich das runter auf so viele und so viele Kosten im Monat. Und dann denkt man sich, okay, wow, das ist doch einiges. Weil wenn man pro Jahr zahlt, dann kommt es einfach irgendwann und das vergisst man schnell. Deshalb ist es ganz nützlich. Könnte es machen, aber es hat irgendwie keine Auswirkung auf den Mastersheet hier. Genau, so viel zu P&Ls und Unternehmensrechnungstemplate. Jetzt kommen wir zum Big Boy, zu der Einnahmen-Ausgabenrechnung. Wir springen rein. Okay, wir sind hier im Einnahmen-Ausgaben-Sheet in der EAR, Einnahmen-Ausgabenrechnung. Und hier seht ihr schon, sieht ein bisschen anders aus. Es ist aber wieder selbes Prinzip. Also Januar, Februar, März, bla bla bla, alles aufgeteilt, alle 12 Monate des Jahres. Wir haben hier einen Anfangsbestand, dann haben wir die Ausgaben brutto, Einnahmen netto, Einnahmen brutto, Einnahmen netto und den Saldo sozusagen. Dann haben wir hier Monat, Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast und hier im Endeffekt die Rechnung, die Einnahmenrechnung, die Einnahmenermittlung, die wir dann auch und diese Zahlen hier werden wir dann verwenden für Steuererklärungen und so weiter. Gehen wir nochmal durch, wie das Ganze hier aussieht. Also, wir haben hier, okay, die Förmlichkeiten, hier könnt ihr das eingeben, eure UID-Nummer und so weiter. Aber im Endeffekt ist es wieder so aufgebaut, dass ihr hier die ganzen Daten habt, des jeweiligen Monats. Und wenn mehrere Geschäftsfälle hier sind, einfach wieder mehrere Zeilen von demselben Datum eingeben. Bei Buchungstext, da kann ich euch ein Template zeigen, wo das schon ausgefüllt ist. Also wenn ihr zum Beispiel Waren kauft, dann heißt es HW-Einsatz. Und sonst, wenn ihr irgendwelche Software kauft, dann könnt ihr einfach sagen Shopify Software. Genau, das ist so der Buchungstext. Und was ich hier noch dazu sagen will, ist hier ist es Kostenart und hier ist es Einnahmenart. Das heißt, ich denke, ich weiß nicht, warum es in diesem Template nicht ist, aber Buchungstext gehört auch hierhin, weil es eine Einnahmenart ist und hier ist es die Kostenart, genau. Und hier können wir das Ausgaben brutto eingeben, dann kann auch automatisch der Steuersatz berechnet werden und die Vorsteuer, das wird dann hier reingepullt. Genau, so viel zur Steuer, wenn ihr regelbesteuert seid, wenn ihr Kleinunternehmer seid, dann betrifft euch das nicht, dann verwendet ihr immer Ausgaben brutto, ist also dasselbe wie Ausgaben netto. Und Einnahmen brutto ist dasselbe wie Einnahmen netto sozusagen, weil ihr ja keine Steuern, nicht steuerpflichtig seid als Kleinunternehmer. Genau. Aber wenn ihr regelbesteuert seid, dann gebt ihr hier einmal euren Steuersatz an und dann wird das automatisch berechnet. Genau, und jeden Geschäftsfall dokumentiert ihr einfach hier. Und wie ich das dann mache, ist, ich gehe rein in jedes Monat von hier und schreibe dann rein, okay, hier war Umsatz. Am 01.01.8921, dann komme ich in dieses Template hier rein und sage, okay, hier haben wir Buchungstext, am 01.01. haben wir HW-Erlöse, das heißt Handelswarenerlöse und haben Einnahmen brutto in Euro von 89,21. Perfekt, hier haben wir keinen Steuersatz und dann haben wir hier auch die Einnahmen netto von diesem Betrag. Genau, das war für den ersten Store. Wenn ihr einen weiteren Store habt, könnt ihr das, wenn ihr HW-Erlöse am selben Tag anderen Store habt, könnt ihr das mit einem Plus verbinden oder ihr macht da einfach eine neue Zeile unterhalb und gebt es ein. Das mag sein, dass es viel Arbeit ist am Anfang, aber ihr könnt das Ganze automatisieren mit Zapier zum Beispiel oder was hier auch ein Argument sein könnte, warum trage ich das nicht gleich in diese Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ein? Ja, ihr könnt es so machen, aber ich würde euch trotzdem empfehlen, diese Shopify Store P&Ls zu nehmen, weil sie einfach übersichtlicher sind für jeden Store. Wenn ihr dann irgendwelche Zahlen nachvollziehen wollt und vielleicht auch Entscheidungen treffen wollt aufgrund euren Zahlen, wie ich am Anfang erwähnt habe, dann werdet ihr hier nicht weit kommen, weil einfach alles cluttered ist und zusammengepackt und so weiter. Deshalb würde ich euch empfehlen, macht zuerst das, macht aber auch am Ende des Monats das. Dann müsst ihr das nicht am Ende des Jahres, wenn ihr zur Steuererklärung kommt, das machen. Ich bin guilty, ich habe es so gemacht und es ist auch möglich. Und dann müsst ihr euch einfach mal einen Tag hinsetzen und die ganzen Geschäftsfälle pullen und hier reinschreiben. Aber es ist genauso möglich.
Genau, und das ist dasselbe System. Ich meine, ihr könnt euch hier durchschauen, das wird dann automatisch hier reingepullt. Und es ist eine Zeit lang her, dass ich diese Sheets erstellt habe. Ich weiß auch, dass ich gebraucht habe dafür und dass ich da in der Materie drin war. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Also die ganzen Zahlen werden gepullt, es berechnet es korrekt. Wenn irgendwer was findet, was nicht stimmt oder wo ihr euch denkt, WTF, dann könnt ihr mir gerne das schreiben und ich check das aus. Aber so habe ich die letzten 2 Jahre verwendet und wie gesagt, Steuerberater hat zu mir gesagt, das ist nahezu perfekt, warum brauchst du einen Steuerberater? Habe ihn trotzdem eingeholt, weil es einfach mühsam ist, die ganzen Sachen zu machen. Aber das ist das Master Template sozusagen für Einnahmen, Ausgabenrechnung und so könnt ihr Buchhaltung machen mit diesen 3 Sheets. Und wie gesagt, Templates in der Beschreibung, holt euch die, ich schicke euch die zu und dann könnt ihr da Dateikopien erstellen und könnt eure Buchhaltung simpel machen. Wirklich müsst ihr es nicht overcomplicaten oder Programme wie Safdesk verwenden, wo man erstmal das Ganze aufsetzen muss und so weiter und dann monatlich zahlen. Macht es, könnt ihr es so machen und habt es am Start und seid clean dabei, wenn ihr alle Geschäftsfälle richtig dokumentiert, wenn ihr euro Dollarkurs habt, verwendet diese Website hier, Währungsrechner.org, dann könnt ihr die ganzen Kurse auch pullen, die richtig sind und habt es am Start. Was ich noch dazu sagen will ist, ladet alle Rechnungen sofort runter und ladet sie in den Drive-Ordner hoch oder in irgendeine Cloud, weil es kann sein, dass eure Festplatte kaputt ist und so weiter. In der Cloud sind sie einfach safe und dann habt ihr die dort und das, sofern ein Geschäftsfall auftritt, macht das oder am Ende des Monats, das heißt am Ende des Monats kurz hinsitzen, 2 Stunden, alle Geschäftsfälle durchgehen, vielleicht sogar am Handy Bank-App offen haben und alle Ausgänge und so weiter anschauen. Auch eine Empfehlung von mir, holt euch ein separates Bankkonto und mischt es nicht mit dem privaten. Aber so viel dazu. Das waren die 3 Templates und am Ende nimmt man die Summen von hier, beziehungsweise hier ist nochmal tricky, hier geht man rein und sagt bei Betriebseinnahmen, die teilt man nochmal auf in sonstige Betriebseinnahmen und HW-Erlöse. Bei HW-Erlöse ist das hauptsächlich das, wie wir Geld machen, als Online-Händler sozusagen, als Dropshipper, als E-Commerce-Leute. Und hier müsst ihr reingehen und das Ganze entweder zusammenrechnen oder immer die Summen von hier zusammenrechnen und dann hier eintragen von den ganzen Monaten her. Da habe ich noch keine Automation erstellt oder war mir dann auch zu blöd und ihr müsst das im Endeffekt auch nur einmal pro Jahr machen, das hier. Das heißt, da könnt ihr auch durch jeden Sheet durchgehen und das für jeden Einzelnen eintragen. Die HW-Löse, dann sonstige Betriebseinnahmen, selber beim HW-Einsatz, beim Marketing und bei Arbeitsmitteln. Was ich noch dazu sagen will, ist eben genau, hier habt ihr den Buchungstext und hier habt ihr die Kostenart. Das hier ist zum Beispiel HW-Einsatz, also ist es HW-Handelswaren. Hier wäre Software, wenn ihr irgendwas habt wie FB-Ads, dann sagt ihr hier Marketing oder Werbung. Ich bin mir nicht sicher, ob es vordefinierte Begriffe gibt, aber ich denke nicht. Und Buchhaltung ist auch nicht komplett, man muss nicht komplett nach den Regeln gehen, es muss einfach richtig sein. Also es muss richtig sein, aber wenn hier steht Werbung oder Marketing, ist es glaube ich nicht ein großer Unterschied. Und was ich noch dazu sagen will, das sage ich dann später bei Buchhaltung plus Steuererklärung, wo wir jetzt auch dazu kommen. Aber machen wir hier nochmal weiter. Arbeitsmittel, ja, könnt ihr dann eingeben, genau, habe ich Geld für Laptop und so weiter. Und dann gibt es noch sonstige Betriebsausgaben. Das ist wichtig, weil diese Ausgaben bei der Steuererklärung gefragt werden und das schauen wir uns jetzt dann gleich an. Deshalb sind die hier nochmal aufgesplittet. Dann habt ihr einen Gewinn und dann habt ihr einen Gewinnfreibetrag. Der gilt zu einer gewissen Grenze, das müsst ihr auch dann anschauen, ob ihr den Gewinnfreibetrag habt oder nicht. Und dann kann man auch die Weiterbildungskosten, die Versicherungskosten und den Kirchenbeitrag absetzen und dann habt ihr euer richtiges Einkommen, von dem auch dann wirklich die Einkommensteuer berechnet wird. Genau, und das könnt ihr hier in dieser Spalte berechnen. Hier habt ihr auch nochmal, hier habt ihr die Umsatzsteuer und Vorsteuer und die Zahllast. Auflistungen ist auch praktisch, also wenn ihr regelbesteuert seid, dann ist das praktisch hier für euch. Genau, und so viel zu den Templates. Checkt die selber aus, ihr könnt sie selber erweitern, sehr gerne und ich hoffe, die erweisen euch gute Dienste. Wir gehen jetzt noch rein und checken aus, wie das Ganze mit Steuererklärungen in Verbindung steht. Ich bin wieder in der Präsentation und wir gehen darüber, wie Steuererklärungen funktionieren, ausgehend das Ganze von Österreich, da ich Österreicher bin. Und wie das Ganze funktioniert, ist wie folgt. Ihr bekommt ein Formular
für die Einkommensteuererklärung und die Umsatzsteuererklärungen, die zwei großen Steuern. Dann gibt es noch Umsatzsteuervoranmeldungen, die sind vierteljährlich oder monatlich zu machen, wenn ihr regelbesteuert seid, ganz normal. Das ist dann nochmal ein Thema in sich selber, aber wir fokussieren uns hier auf die Einkommensteuererklärung und die Umsatzsteuererklärung, die am Ende des Jahres abzugeben sind. Genau, ihr bekommt da ein Formular dafür, das Ganze funktioniert auch über die Online-Portale Elster oder Elster in Deutschland, Finanz Online in Österreich. Und dort müsst ihr einfach die Zahlen eintragen laut eurer Buchhaltung, wie wir sie gemacht haben, in den Sheets. Und wir schauen uns jetzt die Formulare an, wie diese aussehen. Okay, ich habe hier die Formulare gepullt. Ich werde nicht drüber gehen, weil sonst würden wir morgen noch hier sitzen. Aber ich zeige euch ganz kurz, wie man das Ganze ausfüllt, beziehungsweise wo die Stellen sind, auf die man aufpassen muss. Es ist kompliziert und ich weiß nicht, wieso der Staat das so kompliziert macht, seine Steuern zu zahlen, aber whatever. Eben vielleicht, dass man sich eine Steuerberater holen muss, das ganze System, ihr wisst Bescheid. Aber wir gehen durch an das Finanzamt, das gibt man ein, beziehungsweise das ist das Print-Formular. Normalerweise macht ihr das über Elster oder Finanz Online, hier einfach eure Daten eingeben. Und das ist die Einkommensteuererklärung für einen normalen Unternehmer. Es gibt auch das Formular E1AK, wie gesagt, Österreich, aber ich denke, es ist gleich in Deutschland, beziehungsweise nicht viel Unterschied. Das ist die Einkommensteuererklärung für Kleinbetriebe. Wenn ihr Kleinunternehmer seid, dann ist das einfach, das ist extrem viel einfacher, dieses Formular hier auszufüllen als dieses große. Ihr seht, das ist 9 Seiten und hier 6, okay, nicht der große Unterschied, aber wir schauen weiter, nämlich wir gehen hier, fängt das Ganze an, hier ist einfach nur ein komischer Pirra-Zeug zu eurer Person. Hier kommen wir zu den Zahlen und hier gebt ihr ein, aus Gewerbebetrieb, eure Einnahmen kommen hier rein und dann könnt ihr hier durchschauen, okay, sind ihr erst irgendwas anderes dazu gekommen, wenn nicht, lasst ihr das einfach frei. Und hauptsächlich Gewerbebetrieb, außer ihr seid noch Landwirt oder habt selbstständige Arbeit, das fällt dann unter selbst. Freiberufler, glaube ich. Aber sonst, wenn ihr das so macht, habt ihr einen Gewerbebetrieb, Kapitalertragssteuer und so weiter. Also das ist echt kompliziert, was da steht, aber das meiste könnt ihr auslassen. Und dann kommen wir hier runter und hier können wir ein paar Kosten eingeben, die wir am Start haben. Werbungskosten ist in diesem Fall nicht Facebook Ads und so weiter, sondern das sind Kosten wie Büromaterial und so weiteres. Wie gesagt, wieder absolut wirrwarr. Aber ja, so ist es. Und hier könnt ihr durchgehen und die Sachen eingeben. Es gibt ein super Video, der geht durch die Steuererklärung durch und zeigt euch das. Wenn ich es finde, verlinke ich es. Wenn nicht, könnt ihr einfach googeln, wie jemand da durchgeht. Da gibt es ein richtig gutes Video dazu, habe ich auch schon mehrere Male gesehen. Und das ist die Einkommensteuererklärung. Wie gesagt, haltet euch an Gewerbebetrieb hier und checkt auch, wo ihr Kosten eintragen könnt. Genau, das ist dann hier. Und es gibt auch immer sonst einen sonstigen Kostenpunkt, wo ihr dann die restlichen Kosten eingeben könnt, wie zum Beispiel hier übrige, die nicht in den Kennzahlen erfassten Betriebsausgaben. Hier kann man Kosten eintragen, hier kann man Kosten eintragen. Also wenn ihr Kleinunternehmer seid, unbedingt dieses Formular hier verwenden, weil es viel leichter ist. Und so könnt ihr das Ganze abschicken. Beziehungsweise die sind nicht mal so wie in Finanz Online. In Finanz Online sind sie ein bisschen anders, aber so ziemlich gleich, ein bisschen leichter. Es gibt auch Ausfüllhilfen und manchmal schreibt es hin, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler und dann muss man das so bearbeiten. Also das erleichtert es einem ein bisschen. Genau. Und sonst wirklich, macht die Buchhaltung, so wie ihr sie macht, mit den Sheets und stellt dann einen Steuerberater an für diesen Service, damit dass ihr euch die Erklärungen hier macht, weil das ist wirklich der zäheste Part. Und wenn ihr alles schön dokumentiert habt, ist es ein Klacks für den Steuerberater, der euch das easy macht und dann habt ihr auch gewonnen. Das ist vielleicht die beste Strategie, bevor ihr euch da rumschlagt mit diesen komischen Formularen hier vom Finanzamt. Und das ist so der Friction-Punkt, wo ihr in Probleme geraten könnt. Deshalb vielleicht lasst das von einem Steuerberater machen und wenn ihr eure Buchhaltung so nice gemacht habt, dann ist das kein Problem für den. Und dann will euch der dafür danken und dann wird er sagen, okay, easy, easy. Und dann müsst ihr auch nicht viel zahlen. Das ist die Umsatzsteuererklärung, wie gesagt, auch hier eingeben. Wenn ihr Kleinunternehmer seid, dann könnt ihr hier eingeben, bei diesem Punkt, steuerbefreit vom Vorsteuerabzug und von Umsatzsteuer, einfach den ganzen Revenue hier eingeben und dann war es das eigentlich mit der Umsatzsteuererklärung.
unterzeichnen und das war's. Wenn ihr Kleinunternehmer seid, wenn ihr normaler Unternehmer seid, eben das ganze Ding hier eingeben. Und das sind die Steuererklärungen. Und deshalb brauchen wir diese Zahlen hier, die wir hier eingeben. Wenn ihr zurückgeht zu diesem Formular, bei diesem ist es einfach besser aufgelistet. Es ist auch in diesem drinnen. Aber hier ist es einfach nice aufgelistet. Hier waren Rohstoffe, geben wir unseren HW-Einsatz ein. Und hier dann unser, was haben wir hier noch? Ausgaben für Miete brauchen wir nicht. Das meiste ist dann bei sonstigen auch drinnen, hier bei übrigen. Und wir haben noch Spenden drin und ja, das meiste ist dann bei übrigen drin. Also, wie gesagt, ist ein bisschen random. Aber sobald ihr nice, solange ihr eine nice Buchhaltung habt, könnt ihr das auch bewältigen. Und so viel zu Steuererklärungen. Habe wieder viel gelabert. Gehen wir zurück in die Präsi und ich finish das Ganze. Kommen wir noch zum Schluss zu meinen Tipps für Buchhaltung, für Shopify Dropshipping. Macht laufend Buchhaltung, habe ich schon erwähnt. Ich mache es jeden 30. des Monats, beziehungsweise jetzt habe ich jemanden, der es für mich macht, einfach ein VA, der die ganzen Zahlen reinpult. Man könnte es mit Zapier automatisieren. Ich denke, Zapier ist die beste Software für das, aber braucht euch Zeit, dass man das aufsetzt und du lass es lieber machen von jemandem. Genau, muss ich überlegen, wie ich es in Zukunft mache, aber jetzt habe ich hier einen Steuerberater, der das Ganze für mich übernimmt. Was mich zum dritten Tipp bringt, dann überspringen wir den zweiten. Es ist ziemlich zäh, die ganze Aufwand, ihr habt es vielleicht gesehen, das ganze Eintragen. Deshalb ein Steuerberater nimmt euch diese Arbeiten ab. Die pullen automatisch Zahlen von Shopify, wenn ihr den richtigen verwendet. Sonst müsst ihr das vielleicht noch so machen mit den Sheets und schickt ihnen die Zahlen manuell. Man schickt ihnen alle Rechnungen und diese übernimmt die Buchhaltung und Steuererklärungen. Eine grobe Einschätzung kostet ca. 100 bis 300 Euro pro Monat. Kommt ein bisschen drauf an. Die geben euch da ihre Honorare und dann könnt ihr sehen, wie viel ihr kostet. Springen wir zurück zum zweiten Punkt. Alle Rechnungen sofort downloaden, ab in die Cloud. Entweder sofort oder wieder wie oben am 30. oder 31. des Monats. Aber damit ihr die safe parat habt. Warum? Falls das Finanzamt nachfragt und sagt, hey, ihr müsst, was war da los und das kommt mir irgendwie komisch vor. Hast du da eine Rechnung dazu? Hast du einen Beleg dafür? In der Schule hat es immer geheißen, keine Buchung ohne Beleg. Deshalb immer die Rechnungen hier downloaden und im Start haben, damit ihr eure Transaktionen beweisen könnt. In den Shopify Stores eine App downloaden wie Order Printer Pro oder Sufio, die Rechnungen exportieren können. Das sind dann eure Ausgangsrechnungen oder eure Eingangsrechnungen, sind die, die ihr reinbekommt, wenn ihr etwas kauft. Genau, alle Rechnungen sofort downloaden, ab in die Cloud. Und sobald ihr am Start seid und euch einen Steuerberater leisten könnt, den Cashflow dafür habt, dann holt euch einen, weil das Ding ist wirklich zäh. Aber bis dahin könnt ihr die Buchhaltung so machen. Ich habe es auch 2 Jahre so gemacht und hat gut funktioniert für mich. Genau, das würde ich euch hier mitgeben in diesem Video. Wir sind am Abschluss. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ich weiß noch, ich habe damals 2 Tage gebraucht, um diese Sheets zu konzipieren und aufzubauen, dass man das pro Tag macht und so weiter. Und ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob es ein Like oder ein Abo verdient hat, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Templates sind in der Beschreibung. Ihr könnt auf den Link klicken und euch die holen. Macht das auf jeden Fall. Dann habt ihr das am Start und kommt Buchhaltung machen ohne einen Steuerberater, bis ihr dann Cashflow habt und euch einen Steuerberater holen könnt. Ja, das ist auch so ein Problempunkt, den ich irgendwie sehe im Steuern, Buchhaltung, Zoll und die ganzen Sachen, die ganzen Troubles. Aber ich bringe euch hier das Wissen, damit wir durchstarten können. Genau, und das war's zum Buchhaltungsvideo. Es ist wieder länger geworden, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt für euch, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Ich bin raus. Viel Erfolg, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Comments damit. Ich werde wieder aktiver hier und ich bin raus.